to you. Was? Help. Help me. Help me. Help Was hab ich? Me, oh, ich hab's vermisst. Ow, ow, help me. Ich hab's help vermisst. Well, never again, because now we have the brand. Isn't there anywhere else you can stand other than right in my fucking way? Nein. Oh, okay. Oh, oh. Ich guck noch mal schnell, ja? Oh, well, okay. Well, now I can. Now I sort of. Now I can. And that's what you'll see when you buy this for yourself. Mitsu, danke schön. Vielen Dank. And you can never have to deal with this. Hold on. Wait a second. Get out of here. Hold on. Ever again. So. Okay. Wo waren wir denn und was haben wir denn gemacht? Wir wollten gerade in die nächste Welt oder so, ne? I'm your horrifying host, Humandor, the human. Ich glaube, wir wollten wir in die nächste Welt? Wir haben Kisten gesammelt das letzte Mal, glaube ich, ne? Die Skrendel-Brüder und Dr. Giblets. Boah, das Game übrigens, ne? Das Game ist so geil, dass man es gar nicht an der Oberfläche sieht. Erinnern sich noch einige Leute an den Kampf gegen Douglas? Ja, wir spoilern jetzt, weil wir sind ja gerade im Spiel und haben das bis hierher gespielt. Also Douglas. Wir haben letztes Mal gegen Douglas gekämpft, das war der Tintenfisch in dem Anzug. Aber es gibt eine Möglichkeit, einen Geheimkniff, mit dem, also wenn du zum Beispiel, wenn du mit Douglas redest, ja, wenn du mit diesem Tintenfisch redest und dann die ganze Zeit aber Waffe Nummer 2 ausgerüstet hast, die coole Waffe, ja, dann merkt er, dass der Tintenfisch uns anlügt und wir können ihn vorher schon anballern, bevor der in den Anzug hüpft und dann ist der Tintenfisch vorher schon tot und wir kämpfen nur gegen den Anzug, was viel leichter ist. Was vielleicht, das ist so geil einfach. Es gibt so viele krasse Sachen in diesem Spiel, die man gar nicht weiß. Das ist voll geil. Und wir haben gegen den geflucht, ja, und wir hätten nur gegen den Anzug kämpfen müssen. Hätte man das gewusst natürlich. Du musst halt nur zweite Waffe aktiviert lassen, wenn du die ganze Zeit mit dem Tintenfisch redest. Und dann, blub, voll geil. So war das, Skrendel-Brüder, Dr. Giblets, ich mach mal die Skrendel-Brüder. Und es gibt noch eine Möglichkeit, was waren das andere noch? Ich hab vergessen, irgendwas war noch, wenn du die Waffe hast, die wir jetzt neu bekommen haben, an irgendeiner anderen Stelle, dann kannst du damit auch wieder irgendwas anderes machen, wenn du das in einer anderen Reihenfolge machst. Oh, warte mal. Screenshot gemacht. Cool, wollte ich gar nicht. Ich wollte nur ganz kurz hier mal... Singt er gleich wieder für uns? Hat er nicht gesungen? Don't you have something better to do than stand around blocking the TV? Halt's Maul! Big Boomer, danke schön! Vielen Dank! Hey, Tobi! Ah, schön. So, warte. So, wir gehen jetzt mal rein und wir machen mal den nächsten Level, ne? Wir haben jetzt sehr viele schon gemacht. Skrendel-Brüder, let's go! Im C4-Paradies. G3 Laboraufseher. Drei wirklich widerwärtige Brüder, die Skrendel-Labore leiten. Eine G3-Einrichtung auf C4 Paradies, die neue Produktinnovation erforscht. Zum Beispiel das Klonen und Züchten von empfindungsfähigen Drogen. Wie zum Beispiel Menschen. So, weiter geht's. Hör mal, er singt doch gleich. Aber singt er nicht am Anfang auch? Ja, Tiny Tim. Aber hat er nicht gerade gesungen? Also, müsste er nicht auch gleich... Peter Krause? Peter Krause? Hat er ganz am Anfang... Oh, haben wir verpasst. Okay, dann gehe ich. Dann will ich das nicht hören. Ich mag diesen Hintergrundsong irgendwie. Der ist so generisch. Dumm, dumm, dumm. Big Bubul, dankeschön. Vielen Dank nochmal. Nein, was? Ich bin rückwärts gegangen. Gary fell down.
and broke his crown. Hab ich deswegen gemacht. Hab ich für euch getan. And Jill came tumbling after. Gary and Jill went up the hill to fetch a pail. Ich bin noch nicht 18, was jetzt? Gary fell down. Ja, viel Glück. Okay, fine. Keep standing in front of the TV. I get it. You hate me and you want me to suffer. I can live with that. Das war das Lied schon, ne? Ja, okay, alles klar. Okay, gut, jetzt können wir jetzt endlich mal anfangen? Können wir jetzt endlich mal anfangen? Ich will ja nur in den Level rein. Aber der singt halt so schön. So, dann auswählen. Na los. Hä, mach doch... Hä? Ich kann ihn nicht mehr auswählen. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Was ist denn... Ich gehe hier, C4-Paradies. So, hier, oberes Tal. Warte mal, da waren wir doch aber schon, oder? C4-Paradies? Aber die haben wir die noch nicht? Wir waren doch auch in der Wüste schon und so, ne? Ja, ich hab's kaputt gemacht, leider. Oberes Tal. Wir gehen einfach, weißt du was, wir gehen einfach so da rein. Scheiß drauf. Wir machen es einfach so. Wir machen das einfach so. Weil wir einfach sehr gut sind. Schon wieder ein Spiel gebrochen. Was soll ich euch denn sagen? So, ich muss ein bisschen rumtesten. Hä? Der ist aber neu hier, oder? It's you, the savior. Yeah, that's us. Where is everyone? Oh, it was awful. Everyone else got enslaved again, if you can believe it. Honestly, I think they like being enslaved. Oh, shit. Okay, well, no guarantees we're gonna save them again, but where are they? They're working at Screndel Labs now, just past the Mushroom Valley here. Just be careful. That place is freaky. Thanks! No, I'm not shooting this one! Was? Hä, was ist denn jetzt schon wieder los? Warum geht das denn mal nicht? Hinter dem Pilzvalley, da oben waren wir schon, ne? Hier ist das Pilztal. So, hier waren wir ja auch schon und wir müssen jetzt hinter das Pilztal. Aber, da waren wir schon. Da ist der Prinz und wir müssen jetzt, glaube ich, in die Richtung da, ne? Da waren wir wirklich noch nicht. Wie kommen wir denn da lang? Außer mit unserem sehr hervorragenden Jetpack. Cool stuff, Bounty Hunter, like we're flying. Yeah, man. Okay, this wirklich definitely so. Must be the right way because, you know, we haven't gone this way yet, you know? Ich glaube auch. T-Info-Scanner, wir müssen da hinten hin. Really nice to see you again, partner. You've been hiding from me. So, alles klar. Und wir könnten noch jetzt... So, da sind wir rüber. Achso, ja, die können erstmal. Oh, da ist eine Kiste. Ja, Mann. Ja, Mann. Da unten geht's noch. Da geht's noch. Oh Gott, da kommen wir noch nicht rein, ne? Wir brauchen noch irgendwas dafür für die Eiswände. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Kenny, back in action. Are you kidding? Another wave? Are you kidding me? Die, you creepy crawly bastard! Achso, aber die hüpfen jetzt hier unten in die Suppe rein, oder was? Da war noch einer. Aber ist, glaube ich, kackegal. Boah, ich krieg die gar nicht mehr. Sag mal, ich treffe die gar nicht mehr. Ich kann's nicht mehr, Leute. Ich kann's nicht mehr. Das war so gut. Die letzten Male. Ich kann's überhaupt nicht mehr. Ich muss üben. Gute Nacht, eigentlich schlafen gehen. Aber jetzt bei dem Game, schlafen gehen, ist das eine gute Entscheidung? Überleg mal selber. Meine Frage ist, warum können wir uns jetzt da zielen helfen? Oh, wirklich? Du geile Sau. Was würde ich nur ohne dich tun? Tun. Ich finde, was mir weiterhilft, sind immer Klugscheißer-Kommentare. Die braucht jeder. Oh Gott, da hinten. Okay. Und jetzt einmal hier hoch.
Blast that pesky sucker. So, das klappt besser. So, geht schon besser. Gut. Geht keine bessere Zeit, um schlafen zu gehen als bei dem Spiel. Hä, das Spiel ist voll geil. Das Spiel macht voll Bock. Problem ist nur, ich weiß gar nicht, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich zurück zu diesen Pilzen da drüben? Hey, don't forget to use my Globshot, you know? Okay. Ja, Globshot brauchen wir gerade nicht. Hier sind auch irgendwelche Gegner, aber die interessieren uns aber gar nicht mehr. The G3 payroll must be fucking a million miles long. I mean, Jesus. So, ich glaube, die Käfer unten sind noch aggressiver, da kommen wir eh nicht dran. So, jetzt war da hinten noch irgendein Pilz, ne? Da drüben müssen wir rüber. Ja, machen wir so. It's nice to kill something guilt-free, you know? Ach, der lebt noch. Boah, sind die nervig. The good thing about bugs is nobody gives a shit if you kill them. True. Yeah, fuck drones. Scheiße, wir haben kein Schild. So. Hä? Ach so. Das war hier, ne? What year is it? I'm just fucking with you. Komm ich da einfach so durch? Wir könnten auch drüber eigentlich, ne? Nice. Nur, dass du weißt, Tweak und ich kommen wirklich gut miteinander klar. Okay, cool für euch. Cool. Hier ist noch eine Kiste irgendwo. Da aber nicht. So. Skrendel Labs. Hallo. It's you and me, Bounty Hunter. Aha. Ja, sicher. Ja, natürlich. Ja, klar. Das haben wir alle gedacht, ne? Das sind die Kisten. Shadow Wolf, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Space Solitaire ist ein ganz anderes Solitär. Kennt man so gar nicht. Aber, hä? Wo ist denn der Stuhl? Hä? Warum fallen die Stühle hier unter den Boden? Ja, okay, gehen wir mal hier. Ach so. Ja, das ist natürlich. So geht's natürlich auch. So, und da ist noch eine Truhe, aber da kommen wir nicht. Da ist eine. Kann man durch die Tür einfach? Nee, ne? Kann man die Tür vielleicht irgendwie öffnen? Die Stühle fallen ja. Hä? Okay. Machen Stühle es immer so? Oh, das ist aber nicht. Bad. Aha. Wenn ich alles auf die Kiste stelle, ist das richtig? 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I'm not too heavy, am I? I get a little self-conscious. It's just, you know, you're always holding me up and right in front of you and ugh. Ooh, we should check out the lug locks. Jo, alles klar, so läuft. Oh, Alter, ist die Kiste riesig. Oh, shit! Gegenstand erhalten, Beyond the Stars 2-1. Das Abenteuer beginnt. Der schüchterne Waisenlandarbeiter Scloop Hepta sieht zu, wie ein Raumschiff direkt in sein Trompkin-Beet stürzt. So ein Pech, diese Trompkins waren fast erntereif. Aber ich frage mich, ob es dem Piloten gut geht. Wahrscheinlich nicht. So, haben wir. Wieder ein Rätsel gelöst. Oh, wieder viel Brain Cheese, Leute. Wieder viel Brain Cheese. Okay. Hier geht's weiter. Sorry, I'm in the John. Hold on. Don't pass through here. I've got to make you signs and forms. Just one sec. Alright, enough of this. We're opening the door ourselves. Wir haben das im Scheißhaus. Wir sollen warten. Hey, you haven't left yet, right? Because it's really important I get you checked in.
And it's also really important that I finish shitting. Ich meine, wir könnten warten, ob der rauskommt. Okay, okay, actually, I'm having a really rough time. Just sit tight. Ja, okay, warte, warte, warte kurz. Warte eben. Okay, 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 yeah, this isn't wrapping up anytime soon. Hey, buddy, maybe you just want to take a nap? Yeah, go ahead and just lie down on the floor and rest up while I continue shitting. And then when I'm done shitting, I'll wake you up, okay? Sound good? Thank you. Klingt fantastisch. Ich lege mich hier in diese alte. Hier lege ich mich gern. Das ist das, wo ich liegen will. Das ist genau mein Traum. Kumpel, ich würde vielleicht schon mal weitergehen. Der kommt nicht mehr vom Pott, oder? Ich glaube, der kommt nicht mehr vom Pott. Hier ist noch eine Kiste irgendwo. Da ist eine Kiste. Drücke Q, platsch vor mit grünem Schleim auf. Was? Ach so, da. Okay, warte, aber erstmal. Oh, ich ahne, wo das hinführt. Ist das eine gute Idee? I love a good fight. A good fight? A good fight? Ich weiß gar nicht, wo der fighten will. I'm a lover, not a fighter. Let's give him a glob shot. Right out of my trick hole. Noch ein Scharfschütze? Ah, nur einer, ne? Ciao. Noch ein Scharfschütze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Are these things alive? Huch, wer landet denn? Anonymous, Dankeschön. Vielen Dank. Und auch dir einen guten Rutsch. Allen einen guten Rutsch. Auch allen, die schlafen gehen, schon mal vorsichtshalber einen guten Rutsch. Man weiß ja nie. Oh, Junge, Junge. So, warte. Ja. Fuck you, Bounty Hunter. Was? Meint er uns? Alright, Scrindle Labs, dead ahead. Hä? Der guckt da sogar noch verschiedene Richtungen. Was für ein Scharfschütze. Sehr engagiert. So, was machst du denn morgen, Ronk? Ja, ich glaube, ich fleze, ne? Weiß ich nicht, was macht ihr denn morgen? Da ist noch ein Schatz, ich würde den auch gerne mitnehmen. Hier unten wahrscheinlich, ne? Ich würde vermuten, hier irgendwo. Was macht ihr denn morgen, Silvester? Raclette, viel Böllern. Crazy Frog, was? Lil und Witty, dankeschön, vielen Dank für den Raid. Dankeschön, Lidem. Oder Witty? Wie ist denn da jetzt die gängige Abkürzung? Wir fragen gerade, was Leute morgen Silvester machen. Corona auskurieren, auch so feiert man richtig. Currywurst, hier rumsitzen und zocken, auf eine Party, Nachrichten, arbeiten, was? Raclette und B-Day feiern, Modelleisenbahn bauen, einsam Alkohol trinken. Ah, das kenne ich. So habe ich mein Silvester auch mal gefeiert. Aber ich hoffe, das bleibt nicht so. Ist bei mir auch nicht so geblieben. Zu Hause spielen, entspannen, Raclette, Mario Kart mit Freunden, auch nice. Schlafen, weil krank. Zu Hause bleiben und schimmeln. Mit dem Auto nach Estland fahren. Das ist aber. Und das morgen? Guck mal, geht's hier noch runter? Aber, nee, warte mal, es müsste hier, ne? Oh! See that loot? Ah, ist klar, wir haben die Kiste. Super, Feuerwehr, alleine feiern. Zillus nett, auch die Dankeschön. Da hatte ich so eine Fat Lady, Zigarre rauchen und Revue passiert. Habe ich auch immer vor. Beef Wellington, auch nice. Ich will auch immer Zigarre rauchen zu Silvester und ich bin ganz ehrlich. Ich habe jetzt Zigarren liegen, die sind inzwischen 4 Jahre alt, weil ich es irgendwie nie mache. Und ich glaube, die sind inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr gut. Schnitzeljagd durch die City. Aha. Familienabend, auch schön, zeitig pennen, Racken und Böllern. Arbeiten. Klingt fantastisch. Oh, was?
die Brücke ist weggebrochen. Toll. Raclette bei den Eltern. Sehr viele Raclettes. Aber eine Katze beruhigen. Hm. Was macht ihr denn, Silvester? Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich nur schimmeln. Das, was wir die ganzen Tage gemacht haben. Was essen und schimmeln. Wir haben Champagner gekauft. Wir haben Lachs und Toast. Ja, der gute alte Lachstoast. Der muss sein. Can we use that zipline to cross? Ja, warte mal. Hier können wir noch irgendwas machen. Kann ich ja schon mal mit abschießen? Nee. Also wir machen, glaube ich, nichts Ultraspannendes. Da ist noch eine Kiste. Huch! Beyond the Stars 2, Teil 2. Ich werde ein Weltraumkapitän. Skloop legt stolz die Ausrüstung des toten Piloten an und hebt zu den Sternen ab. Sieht so aus, als hätte das Schiff auch einen brandneuen Gefährten. Flibby die Wolkenratte. Leider ist Flibby ein wenig zu sehr damit beschäftigt, den Tod seines besten Freundes zu betrauern. Komm schon, Flibby, mach dich locker. Es ist Zeit für ein Abenteuer. Ah, schön. Tischfeuerwerk? Ist das hier ein abgestürztes Raumschiff? Nee. Nice! Oh, Mist, die Maximalhöhe. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Oh, shit. Fuck, I got some on me. Ja, das war nicht gut. Oh, wie gut das hier aber... Oh, Gott sei Dank ist das... Aber wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Vielleicht erstmal hier hoch? Ich glaube erstmal hier hoch, ne? Und dann vielleicht erstmal auf die Pilze? Was ist das für Augen hier? Auf die Straße kleben? Kleb dich doch am Böller fest. Warte. Erstes Semester mit eigenem Hund wird spaßig. Oh, ja, es ist... Könnte spannend werden. Warte mal, was müssen wir denn... was musste man mit den Dingern hier machen? Energiestrahl von da, oder was? Mache mit... Ach so, so rum. Andersrum. Ah, okay. Ist ja schon ein bisschen her. So, you know, what do you think Scrandall Labs is like? I know a little bit. I mean, I heard a bit, so I kind of know, but I'm just making small talk right now, you know? I'm just trying to fill the dead air. It's really uncomfortable. I mean, don't get mad at me if what I'm saying isn't that interesting, because, you know, I'm doing my best here, you know? Ich dachte, wir werden gleich angegriffen. Hast du ein Lieblingsgetränk, also Cocktail? Ich kenne mich da auch gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung von Cocktails. Ich war... Die Pan... Huch! Was? Hast du diese Kopfgeldjäger-Foren mal durchgelesen? Leider viel zu selten. Wir waren so lange nicht in den Foren. Wo geht's denn da hinten hin? Die Leute dort sind echte Psychos. Tut mir einen Gefallen und werde nicht so wie diese Idioten. Ach, zu spät. Wo geht's denn hier hin? Ja, sieht irgendwie nach Bossfight aus. Ich kann mir nicht helfen. So, warte. Wir schauen uns noch mal ein bisschen um, ne? Komme ich hier irgendwo rein? Nö. Weil da sieht es doch aus, als könnte man reingehen, ne? Hier so. Und da sind noch zwei Kisten irgendwo. Eine ist hier drin. Oder da drauf. Love this damn Jetpack. Ja, same. Der Jetpack ist einfach mega gut. Gut, dass wir den geholt haben. Was ist das Rote da? So, warte. Hm. Ich will die Truhen haben. Wie kommen wir zu den Truhen? Muss ich hier... Hello and welcome to Scrandall Labs. Only authorized personnel are allowed beyond this point. You gotta be kidding me. It's fucking Helen. I'm ready for whatever's clever. Das war noch. Wisst ihr noch, als wir im Büro waren? Mit den Angestellten, die dann irgendwie rumgemacht haben miteinander und bla bla bla. Wenn du in das Büro reingehst, ist diese Helen da, ne? Und wenn du aber diese Waffe hier schon hast, Skewy oder so, keine Ahnung, dann kannst du dich vorstellen, am Anfang sagst du ja, ich bin der neue Mitarbeiter, bla bla bla, und mit der Waffe wirst du aber direkt zum Vorgesetzten von den Mitarbeitern.
und kannst die gegeneinander kämpfen lassen und so. Das geht aber nur, wenn du mit der Waffe direkt schon reingehst und die kriegst du aber eigentlich erst später. Kannst du aber vorher schon holen. Einfach diese ganzen Spielereien wild einfach. Oh, you're the bounty hunter psycho who killed all the office workers in the mine and my old boss Krubus. You know what I need to do, right? Was? You're gonna set off the alarm? Yep, I'm gonna set off the alarm. We've got an intruder. G3 are coming for you. Sorry, it's my job. And I don't care about you. Quit trying to kill them. Let's save the homicidal urges for the bad guys, okay? I am a simple man, but they pay me to tell them the intruders show up, so I do it. Ach, Helen. Was ist denn das? God, I hate those fuckers. Was war denn das für ein Viech? Man kann ja mal gucken, ne? Man kann ja auch schon mal rauslugen. No, this one can live, okay? Warum? Wer entscheidet das? Ich dachte, ich bin hier der Spieler. Shit, here they come. You know, hey, at least the elevators are working now. Nix. Warte mal. Let's use my glob shot. Ja, ja, warte. Ach, warte mal, da oben geht's ja auch noch hoch, ne? Da waren wir noch gar nicht. Da oben waren wir noch gar nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will mal ganz kurz nach da oben. Weil wir hier noch nicht waren. Okay, warte, warte. Aber erstmal Cookie, Lucky Lucky machen hier. Hier ist sonst nichts. Okay, wir kommen dann aber da hoch. Nur aus Neugier, wo kommen wir da hin? Aha, naha, naha, naha. Das ist der Stein, ja. Und müssen wir jetzt darüber oder? Das ist Alarm. Ich weiß nicht genau, wer da angekommen ist. Oha! Ja, dann let's go! Ist sie gelb? Ja, ne? Munitionsbeutel. Gib Sweezy einen weiteren Munitionsbeutel, um ein paar mehr Kristalle tragen zu können. Auf diese Weise werden die Kristalle nie aufhören, feindliche Schädel zu durchbohren. Was für ein Traum. Und noch eine Secret-Kiste gefunden gerade. Und hier, das war's, glaube ich, auch, ne? Ja, ich glaube, der Rest ist jetzt nicht mehr so geil hier. Aber schöne, fleischfressende, was auch immer. Punanis. So, warte, kurz auftanken. So. So, dann gucken wir mal. Ich höre den Alarm schon wieder. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt gekommen ist, weil ich sehe da niemanden. Hat er gesagt, der Fahrstuhl funktioniert wieder? Sollt ihr nicht einen Kampf ausbrechen? Habe ich den... Habe ich das Spiel gebuggt? Habe das Spiel kaputt gemacht? Hatte ich gesagt, hier sei Kamm? Let's not kill them, okay? Ich. Ich habe eine Kiste übersehen oben in der Klippe. Was? Oh, 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 warte. Warte, warte, warte. Hier oben? Aber die Frage ist, wie kommen wir denn da jetzt weiter? Von da aus kommen wir nicht darüber. SSJ of Hope, dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Gift des Subs, dankeschön, dankeschön. Wie kommen wir denn da jetzt weiter? Der Knopf beim Fahrstuhl geht leider nicht, der war dunkel.
Also hier ist keine, da war keine Kiste übersehen. Da drüben kommen wir, glaube ich, nicht drauf. Da hinten kommen wir her. Auf dem Fahrstuhl? Auf welchem Fahrstuhl? Ach so, roter Knopf direkt beim Fahrstuhl. Oh ja, hab ich gar nicht gesehen. Hab nur die Kaputten gesehen. Aber wo sind die Gegner? Oh. You got a prep pistol over here. Ready to go. Bitte nicht auf mich. So, hier sind die also. Diese Frechdachse. Okay, hier geht's wahrscheinlich auch weiter. Okay, 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 okay. Who the hell would design an elevator like this? Ach so. Fuck! Fuck! Damn, Bounty Hunter, nice. You're pretty good at elevator fights. Das ist ja auch ein ganz toller, wirklich doller Fahrstuhl. Lieber SSJ, danke schön. Vielen Dank. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Da ist doch. Killed your cheating ass. Huh. Das war knapp. So, einmal bitte ganz kurz hier Dingens mitnehmen und dann einmal hier drücken. Fahrstuhldesigner sollte man feuern. Ja, da kommen wir leider nicht hoch. So, warte. Ich trinke mal kurz was. So, ich trinke gerade was. Oh shit, okay, yeah, that's right, we're trespassing. Guess the party isn't over yet. This is what I was made for, you know? Was ist da oben? Verstehe. Sag mal, hör doch mal zu rennen. Fuck you, G3 Scott. Also. Ich will's nicht wissen. Okay, wo ist der andere Typ? So. E. Shit, okay, good job. Right, now let's take a look around this place. You know, see what kind of experiments they're doing here. Will ich gar nicht wissen, was da war. So, okay, dann drück ich mal hier die E. What are they doing to them? Are they dead? Ach, da oben sind das. Ach, das sind Menschen. Ach ja, die Menschen werden zu Drogen gemacht, ne? Ich wollte mal kurz. Warte mal, ich schütte mir kurz was zu trinken ein. Stimmt ja, die Menschen werden ja hier geraucht, ne? Aber warum müssen sie denn die hier erstmal einsiffen lassen? Ich bin noch unsicher. Ganz kurz für Leute, die später zugeschaltet haben. Aliens sind auf der Erde gelandet und haben festgestellt, Menschen kann man ganz vorzüglich rauchen. Wahrscheinlich, weil die aus sehr viel Wasser bestehen. Und die wollen die Erde abräumen, um die Menschen zu rauchen. Ja. Ja, vielleicht fermentieren, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, was besser schmeckt bei Menschen. Ich habe noch nie Menschen geraucht. Wirklich, also wirklich nicht. Das müsst ihr mir wirklich glauben.
Ich weiß, ich erzähle viel Quatsch immer, auch gerade in Streams und so, aber ich schwöre, ich habe wirklich noch nie. Ich habe auch noch nicht probiert. Das würde ich auch nie tun. So, wollen wir dann weiter? Dann machen wir weiter. Ja, wir machen einfach, wir lenken uns jetzt nicht durch irgendwelche Gedanken ab oder Vermutungen oder so. Wir wollen einfach mal, wir spielen einfach mal so. Keine Tür geht auf. I'm sorry if this was one of your friends, Bounty Hunter. I bet it was one of your best friends. That's what, I just get this weird feeling, you know? I bet it was one of your best friends, no? Renate? Was hatten die da eigentlich? Was haben die denn da an der Hand? Fessel wahrscheinlich. Aber erhöht das nicht den Eisengehalt von der Pumpe hier? Der hat auch Fesseln, ja. Oh, guck mal. Die Kinder von RTL sind auch da. Okay, well, that's unsettling. So, oder? Das sind diese komischen Erdlochbewohner, ne? Also normale RTL-Leute. Was mal das da hinten ist, wir werden es herausfinden. Irgendjemand schreit da. Ganz kurz, haben wir noch Kisten, die ich übersehen habe? Hier vielleicht irgendwo? Hier, oh. There's gotta be something we can use in here. Für die Verbesserung, merkwürdig, illegal abgefuckter Scheiß geht hier vor sich und du solltest nicht einmal hier sein, wenn du nicht Teil der G3 bist. Achso, das sind die Dinger da draußen, okay. Would you like to do the honors? We're going to try to show up those cocky nerds in the weapons lab by fusing this human with some other aliens. Just hit the button. No, you know, I don't think we're qualified to make that decision. Look, I can do it myself if you don't want to. I'm just trying to be nice. Would you chill out? They don't need to die. Mano! Oh shit, well, what the fuck are they doing in there? Die wollen also Menschen kreuzen mit den beiden Kreaturen hier? Ist das eine gute Idee? Aber ist ja zum Rauchen, ne? Weißt du was, ich mach erstmal hier. Ich weiß nicht warum, aber ist irgendwie... Are you fucking kidding me? That wasn't supposed to happen. They died. What the fuck are you doing? Well, why'd you press the button, Bounty Hunter? Neugier, weil die alle, das ist Neugier. Kann ich hier nicht? Oh, da kann ich nicht drücken. Kann ich auch nicht drücken? Stop it. We're not killing this one. Mano, ich dachte vielleicht, dann ist. Ich dachte, die werden durchgemischt jetzt. Die werden püriert, vermischt und dann kommt eine neue Lebensform raus. Wie das normalerweise in einem ernsten wissenschaftlichen Projekt immer so passiert. Warte mal, hier ist noch. Hier ist doch noch. Irgendwo da. Ja, von hier komme ich da nicht hin. Vielleicht hier. Da. Aber wie kommen wir denn da? Was ist denn da? Was wird denn da gemacht? Was ist denn? Ich habe Fragen. Chat möchte da auch gerne liegen. Ich glaube, Chat möchte da auch gerne liegen. Egal, was da passiert. Das hier ist ja keine Ahnung. Ich sehe nur die Beinchen strampeln. Da ist noch eine Truhe. Ja, okay. Wo ist sie? Keine große Truhe, nur eine kleine. Was passiert denn da? Da kommen wir aber auch nicht rein, ne? Hier ist alles abgetrennt. Le Cordon Bleu, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Merci, merci, merci. Warte doch, wir kommen hier rein. Ach so. Oh. This is our best human-Fergal hybrid specimen.
It may not be as cool as our subject in the weapons lab, but it's still rather beautiful, isn't it? We call it a Furman, or maybe a Hurdle. We haven't decided yet. Why am I telling you all this? You know, to be honest, it's because you look cool and a little bit badass, to be frank. It looks like a Furgle sitting on a dead human. Who's the scientist here, me or you, huh? Also, sie haben einfach einen Furgle-Kopf genommen und auf den Menschenkörper genäht. Sehe ich richtig, ne? Das sehe ich richtig. Okay, 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 okay. Hey, I think we can take a quick break from killing. You know, it's not gonna kill you. Ja. Kann man damit eigentlich was anfangen? Oh. Nee, da kann man gar nicht durchschießen. Oh, schade. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Trick, um da durch, vielleicht durch, durchzukommen. Oder ist das ein Trick? Also können wir da irgendwas machen? Weil ich sehe da die Kammer, aber wir kommen nicht durch, ne? Reaching out to your boy. It's been a minute, huh? Nee, das geht nicht. Hello again. Look who's back, baby. Nee. Noch nicht, später. Okay. Ja, gut, dann, Mann, das heißt, wir müssen nochmal herkommen. Oh, ich hasse es. Betrinking. Ja, natürlich. Das heißt, Kisten noch später holen. Okay, Masura, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Warte mal. Oh, warte mal, was? Ich muss noch mal ganz kurz eine Sache gucken. Du hast recht. Sweet, I'm gonna fuck you up. See, dipshit, I always get you into the cool. Oh, die Vögel da oben sind ja süß. Aber wie komme ich denn? Was? Ach so. Poor fucks. Don't worry. Today's your lucky day. Somebody help. Naja. Dann machen wir mal. Gerettete Menschen 1. Also, wir haben schon ein paar mehr gerettet. Aber hier haben wir erst einen gerettet, glaube ich. Die Vögel, das können wir, glaube ich, nicht retten. Die. Oh, drei Kisten! Drei Kisten auf einmal! What? Und irgendwo hier ist noch eine. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Die müsste hier vor sein, irgendwo. Ah, okay. So. Okay. Gut, das haben wir gemacht. Weißt du, was ich nochmal schon so ein. Ach, brauchen wir nicht. Okay. Dann sind wir wieder draußen, haben drei Kisten gechartert. Das heißt, wir können uns wieder ein neues Update kaufen. Ein Träumchen, Freunde, ein Träumchen. Und dann. Wo sind wir? Hier ging es irgendwie, ne? Hier durch. Oh. Ja, gut, das kann ich leider nicht. Ich wünschte, ich könnte, aber dafür fehlt uns die vierte Waffe. Na gut. Aber das können wir doch gar nicht machen. Noch nicht. So, weiter. This is one of the Skrendel's offices? Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Oh, you finally brought me out again. Well, what did I offend you or something earlier? Hey, du warst zwei Sekunden weg, Waffenlabor versiegelt. Okay. Oh. Hello, Jonathan. It's Dr. Gergen.
I've been asked to send you some of my findings on the human genome. It's only a small portion, and I doubt you'll even be able to comprehend what you're looking at. But I promised Garmantuas I'd provide them. And now please don't contact me again. I'm busy. This Dr. Gurgler guy creeps me out. Ich fand ihn sympathisch. So, Waffenlabor freigeschaltet, Leute. Endlich. Endlich, endlich. So, was ist das Waffenlabor hier? Ich glaube, wir kriegen eine neue Waffe. Ich glaube, wir kriegen jetzt eine neue Waffe. Ach du Scheiße. Ja, Moment, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich gucke mich noch mal kurz ein bisschen um, ja? Alter, was ist denn das für eine Waffe? Heilige Scheiße. Boah. Oh my god, that's. I wonder if he's. Never mind, never mind. We gotta move. Nee, nee, warte, lass mal kurz gucken. So werden die Waffen erstellt. Oh Gott, oh, das wäre eine süße Waffe. Ich will diese. Geht's? Geht's denn? Was ist denn das da unten? Was ist denn. Sag mal. Kann man davon Fanservice reden? Ich nehme die Waffe mal mit, ja? Ich nehme die mal. Wo kann ich die denn mit? Da, von hier mit dem Trickhole. Ich kann sie hier im Trickhole packen. Was? Creature! Oh, wie süß! Hey, you look nice! My name's Creature. The bad guys did experiments on me and fucked me up real bad in basically every way you can imagine. Holy shit, am I glad to see another Catlian alive in here. Are there any others? Oh my god, yes, there's so many. Oh, but unless you've been alive, then no. These fucking G3 bastards. Creature, we're taking on the cartel. You want in? Oh, no, no, no. They take good care of me. Holding me against my will, cutting me open, doing experiments on me. Okay, you know what? Saying it out loud, I think they might actually be bad. I'm part of your team now. Hell yeah! Welcome aboard, Creature. That's your name? I guess so. Oh, hey, we're locked in. But that's fine. Don't freak out or anything. I can give birth to a bunch of little freaks and they can disable the door lock. It's fine. Okay, wir müssen also Kinder gebären. Wir müssen diese kleinen Kinderchen gebären, um Dinge zu tun. Le Cordon Bleu, dankeschön nochmal. Vielen Dank. Und die können wir hier reingebären. Oh yeah! Ah, beautiful! Look how one of my little fuckers just saved us! Being a dad is the best feeling in the world. Then a few seconds later, when your mutant kid dies because he has a microscopic lifespan, that's not so good of a feeling, actually. But I'm numb to it. Hä, wie cool. Hä, wie cool ist das denn? Da war noch einer, ne? Oh, die platzen jetzt einfach. Oh yeah, that's one of my children! They die fast! Don't worry, it's easy to make more. And it feels good! God, I love them so much! It's easy to make more. Okay, die sind ja cool. Und die platzen aber einfach. Okay. So, warte, dann. They grow up so fast, then they die. It's pretty rough being a dad. Do not. Hey, das ist voll cool. Und dann komme ich hier einfach. Was ist das denn? Who are these cute critters? Hey, I don't want to be annoying, but you could use me to get into the weapons crafting center. Hope that's not annoying to say or anything. Ich wollte erstmal. Das Internet hat mich kaputt gemacht. Das Internet hat mich einfach kaputt gemacht, Leute. Ich kann nichts dafür. Es ist einfach so passiert. Ich war mal so ein anständiges. So stelle ich mir Chat einfach vor. So stelle ich mir Chat einfach vorm Stream immer vor. Genau so. Schau mal, deine Waffe benutzen. So, was ist das hier?
Kann ich da rein? Nee. Schade, ich wollte mich gerade ein bisschen verdauen lassen. So. Okay. Haben wir noch, haben wir noch andere Löcher, die ich übersehen habe? Ich würde gerne ein paar Babys in Löcher schießen, wenn das okay wäre. Haben wir hier noch welche übersehen irgendwo? Und vor allen Dingen, wir haben noch ein Ding in der Stadt auf jeden Fall. Achso, das ist hier, okay. Wir haben in der Stadt auf jeden Fall noch ein Ding, wo wir... Da war noch hinter mir eins. Oh Mann. Aber ich mache jetzt Tee und dann müssten wir den mal angezeigt kriegen, ne? Ihr meint das hier wahrscheinlich, ne? Da müssen wir eh rein. Also ich glaube, das hier ist, glaube ich, das, wo wir eh lang müssen. Oder? Hm? Was war das? Aber nur... Pff. Okay, aha. Ah, warte. Nee, Quatsch, hier so. So, und dann vier. Ja. Alright, we're in! How was that? Was that helpful? Was it helpful that I gave birth to a lot of tiny guys really fast? Ja, das war super, Creature. Das machst du echt gut. Aber eine Pickelstelle ist unbesetzt. So, warte. Können wir was probieren? Ich weiß nicht, ob es geht. Hey, I can fight too. Let me help. Was? Frasier on Netflix? Was? Hätte ich reingelaufen sollen, ne? War dumm. Die ballern zu viel. So, der ballert nicht mehr. Oh nein! Hat sich selber hochgesprengt. What are they doing? They're sticking zombified Gatlians onto Mercs in here? Holy shit! No! Ach, so werden die hergestellt. Warte mal, ich mach mal kurz Schild wieder zurück. Hat man Schild hier? Alright! Let me shit out a bunch of my kids to help you fight! You are strong. Ja, warte. Oh! Use one of my kids to fuck with that guy's mind! He'll go into a frenzy. Did I tell you they can do that? Oh! They can do that! Das wusste ich gar nicht. Kuh? Oh, oh! And if you keep piling my kids on top of a guy, they can do mind control shit. They can make a bad guy fight for us. Oh, shit. That mind control thing doesn't last very long. Sorry about that. I keep yelling at my kids to make it last longer, but they're shitheads. They do not listen. That's for fucking with my brain. Hey, der ist voll cool. Die Waffe ist super nice. Aber hier ist noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. So. Warte. Komme ich da auch einfach so hin? Ja, ne? Der Jetpack macht vieles so einfach. So. Haben wir noch andere Sachen, die ich übersehen habe, bevor wir jetzt weiterziehen? 130, aber das ist draußen, glaube ich, ne? Da kommen wir nicht einfach so hin. So, gute Nacht, eigentlich schlafen gehen und frohes Neues auch euch, ne? Frohes Neues, vorsichtshalber schon mal. Falls wir uns morgen nicht mehr sehen. Also, ja doch, morgen. Noch ist er morgen. Echt? Es ist jetzt halb eins? Halb zwölf? Cool. Wir kommen ja nicht mehr raus. Scheiße. Okay, warte. Dauert auch nicht mehr lang. Diese Truhen, ne? Die machen mich fertig. So. Warte. Hat er die Kistenfamilie schon gefunden? Guck mal, warum kommst du rein und spoilerst mich?
Hat er die Kistenfamilie schon gefunden? Leute, was ist denn mit euch? War er schon beim Trompeten? Hör doch auf, Leute zu spoilern. Du kannst doch nicht auch in einen Film gehen und sagen, oh, wissen die schon, dass der Endgegner eigentlich der Bruder vom Protagonisten ist? So, hä? Warum ist das denn? Warum machen Leute das denn? Buddy Joe, dankeschön. Vielen Dank, Buddy Joe, dankeschön. Und Kaktus, auch dir dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Kaktus. Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank. Trolle einfach lieben. Nee, das ist ja nicht mal getrollt. Das ist wirklich nur, weil Leute nicht nachdenken. So. Jetzt brauche ich einen Film nicht mehr sehen. Ja, siehst du? So ist das nämlich. Seilnester? Aber das sind doch Aale. Oh, I can help you with that little hookbug hive. Shoot my little guys in there. Ach da. Look at my little guy in there rustling up the hive. Isn't that cute? I'm so proud of him. Okay, das bringt gar nichts. Na gut. Oh, die Biene haut aber ab. Okay, das könnte interessant werden. Oder ganz furchtbar, je nachdem, wie man es nimmt. Okay, warte. How's it going? Und er ist ja gar nicht mehr gehypnot. Oh gut, die kommen genau hier an! Die kommen ja genau hier an! Genau da, wo ich stehe! Das ist ja eine tolle Idee! Dass sie genau auf mir landen! Fucking little freaks! Warte! Oh, das sind lauter Menschen. Warte. Oh. Kill the bad guys. That's great. We should always do that. Oh, can we save these friends of yours while we're here? Help us. Junge. Das war aber wild. Wieso landen die Gegner genau auf mir? Also ich meinte, ne? Ich hätte das hier machen sollen zwischendurch, aber ich war so beschäftigt. Ja. Do you have a way to rescue these humans? I'm new, so I don't know. Ach, da sind diese scheiß Käfer drin, ne? Ich krieg das Ding aber nicht rein. Lul. Okay, scheint nicht zu gehen. Okay. Okay, sind echt nice. Ich mag die Kleinen sehr gerne. Okay, wo sind diese komischen Humans? Hier waren noch zwei, drei waren noch hier, oder? Help me! Hi,
Aliens? Don't worry, we're gonna get you out. Ciao. Oh, cool. We rescued some... What are your people called again? Hubos? You're a very good-looking Hubo. So, auch nochmal. Enjoy your life on the outside. So, Moment. Don't worry, humans. The heroes are here. We're not so, evil. Ciao. Setting free, little Tschüss. Hubo. Leben Sie wohl. Ich traue dem Typen trotzdem immer noch nicht, ne? Diesem Hauptbürgermeister da. Ich traue dem einfach nicht.